Danke. So. Ja. Ist doch gut, wir sind noch nicht in Herne. Ja? So, meine Damen und Herren, ja, heute Abend kommt einiges auf Sie zu und wir legen direkt mal los, sonst kommen wir zeitmäßig gar nicht durch. Und zwar bei RTL Punkt 6 habe ich was Tolles gesehen, ein Interview mit Daniel Kübelböck, der übrigens morgen hier bei uns im Studio krächzt singen wird, ja, und sitzen wird, das wollte ich sagen, sitzen wird, meine Damen und Herren, und können Sie schon mal darauf gefasst machen, das wird ein sehr unterhaltsamer Abend morgen werden. Und also dieses Interview mit Daniel Kübelböck bei Punkt 6, das ich dort gesehen habe, hatte am Ende, ja, sagen wir mal, einen überraschenden Akzent, ja, schauen Sie mal, vielleicht hören Sie es ja auch. Mir ist halt wichtig, sage ich mal, dass man auf meine Seiten auch achtet, eben viele Farben hernimmt, viel Buntes, viel Fantasiewelt, sage ich auch mal. Und das ist natürlich, was auch zu mir dann passt. Toll, oder? Besser hat Frank Sinatra auch nicht gerülpst. Ja. Vielleicht sollte an unser Team ein kleiner Tipp, das müssen wir aufschreiben für morgen. Könnt ihr das aufschreiben? Für Daniel Kübelböck nur stilles Wasser morgen. Ja. Ist ja ekelhaft, oder? So. Und zwar, was soll ich sagen? Jetzt habe ich ja noch was gesehen bei. Morgen, Daniel Kübelböck, freuen Sie sich drauf. So, jetzt habe ich was gesehen bei RTL 2 News. Es gibt tatsächlich News bei RTL 2, falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, was da immer so um 8 Uhr rumläuft, das sind Nachrichten, ja, bei RTL 2. Sind tatsächlich Nachrichten, wird moderiert von mal so einer Frau, die Namen kennt man nicht, ja. Und ja, schauen Sie und hören Sie vor allen Dingen, wie es denn so im Irak offensichtlich mit der Offensive so vor sich geht, schauen Sie mal. Aber die britischen Streitkräfte sollen sie nicht auf einen Schlag einnehmen. Aus Angst vor zu vielen Opfern lautet die neue Taktik des Zentralkommandos, Schritt für Schritt vorrücken und die Vororte erobern. Schritt für Schritt vorrücken, ja, und die Schritt für Schritt. Man würde gerne Schritt für Schritt vorrücken. Die ersten Hanfplantagen sind bereits eingenommen. Ja. Schritt für Schritt. So, dann was Tolles gesehen beim MDR. Ja. Und zwar, da muss der Moderator plötzlich was auf Englisch sagen. Ja. Und zwar möchte er gerne sagen Washington D.C. Ja. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. D.C. D. Ja, im Englischen D. Und C. Im Englischen C. Steht übrigens für District Columbia oder sowas, ja? Weil Washington sich da in diesem Bundesstaat befindet. Ist das richtig? Washington ist im Bundesstaat Columbia? Ja, ist richtig. Genau wie New York zum Beispiel auch im Bundesstaat New York ist. Denn das Lied, scheiße ich jetzt klug oder was? Warum guckt ihr mich alle so an? Ja, denn das Lied New York, New York, ja, ist nicht einfach nur eine Wiederholung des Stadtnamens, es ist eine postalische Adresse. New York im Bundesstaat New York. Verstehen Sie? It's up to you, New York, New York. Und nicht etwa New York, Philadelphia, ja? Ja, weil da gibt's auch New York, glaube ich. In jedem Bundesstaat gibt's New York. Okay, genug der Klugscheißerei, jetzt zum Thema. D.C., D.C. Das möchte er gerne sagen, sagt aber das. Telekom-Kapitän Erik Zabel hatte diesmal nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun. In Washington, D.C. finden derzeit die Weltmeisterschaften der Eiskunstläufer statt. D.C. D.C. Nicht Washington, D.C. Wahrscheinlich sagt er auch, wenn er mal auf ein Konzert geht, ich gehe heute Abend zu AC/DC. Meine Lieblingsband. So, und jetzt habe ich etwas gesehen, und zwar möchte ich das gerne zeigen, Mehmet. Mehmet aus Duisburg hat ein Problem. Ja, und da dachte ich, da gehe ich am besten zu Oliver Geissen, der kann das vielleicht lösen. Und schauen Sie hier. Aber ihr sprecht alle immer, als seid ihr ein bisschen die Opfer. Als habt ihr ein unglaubliches Pech, als würde man immer euch irgendwie anrempeln und eigentlich wollt ihr euch gar nicht prügeln, aber ihr seid immer mittendrin. Glaubst du nicht, dass man der Sache vielleicht aus dem Weg gehen könnte? Ja, eigentlich schon, aber wir kennen die falschen Leute so. Mhm. Wir kommen aus Duisburg, ist normal, das ist schlimm da. Da sind die Duisburg ist schlimm und was da prügeln ihr denn sich alle. Das ist doch normal. Mehmet, ist so da, Mehmet.
Ich komme auch aus Duisburg und das ist gar nicht so schlimm. Ah, du kennst die richtigen Leute. Wir kennen die falschen Leute. Ja, das ist ein Grund, oder? Sie kennt die richtigen Leute, er kennt die falschen Leute. Ja? Er kennt zwar die falschen Leute, aber die falschen Leute verticken die richtigen Handys. Das ist wichtig, ja? Wenn Sie die richtigen Leute kennen, oder falls Sie die richtigen Leute sind, schreiben Sie uns, wir leiten die Adresse an Mehmet weiter. Ja? So, dann haben wir es gesehen bei Brit. Ja? Und ja, da ist auch eine sehr sympathische Truppe von Hausfrauen versammelt. Und hören Sie sich dieses Streitgespräch an. Brigittes Sohn hat ein kleines Mädchen von seiner Freundin. Ja, und da sollte ich die Patentante werden. Oh, so. Diese Familiengeschichte gehören ja gar nicht her. Ja, und es wurde gesagt, ich bin keine Patentante mehr. Das soll von Ellen gekommen sein, weil ich stinke. Das soll von ja, Ellen das stimmt. Das hat Kathi selber gesagt. Ja, das stimmt ja auch. Aber warum lügt sie immer? Du hast mich terrorisiert. Ja, was ist denn da los? Da wird die terrorisiert, nur weil sie stinkt. Nur weil sie stinkt, wird sie terrorisiert. Ja, das ist natürlich, wenn man stinkt, kann das sein, dass man terrorisiert wird. Ja? Deswegen, wenn man schon stinkt, meine Damen und Herren, dann sollte man auch der Chef sein. Ja? So, dann möchte ich noch was zeigen, auch bei Brit gesehen, und zwar ein Schnittfehler. Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? So eine Sendung wird aufgezeichnet, ein paar Wochen vorher. Bei den Talkshows ist das so üblich, ein, zwei Wochen vorher wird diese Sendung aufgezeichnet, dann wird die nachher nochmal bearbeitet. Vielleicht ist sie ein bisschen zu lang geworden oder so, dann wird das ein bisschen zusammengeschnitten. Und da ist offensichtlich ein Fehler unterlaufen, denn Sie sehen eine junge Frau und noch eine junge Frau und Sie sehen Brit und die alle sagen was. Und nach etwa 30 Sekunden sieht man alle in der gleichen Reihenfolge nochmal und sagen nochmal alle drei dasselbe. Ja? Und bewegen sich auch gleich. Und da hat man einfach aus Versehen zweimal das gleiche hintereinander geschnitten. Und achten Sie bitte auch auf die lustige Bewegung der Frau mit den längeren Haaren. Schauen Sie mal. Weil ich den Kanal voll hatte, ihre Faulheit, Bequemlichkeit zu unterstützen, mhm. Ist ihre Mutter jetzt gut genug? Dort wird ich mein Kind nicht einen Tag, nicht eine Sekunde, nicht eine Stunde lassen. Okay, die ist nicht ja? hier, sie kann sich nicht wehren, nee. Wollen die Mama von Marlene... Das spielt auch gar keine Rolle. Sie kümmert sich um ihr Kind am allerwenigsten. Mhm. Ja, das Geld, was sie für ihr Kind kriegt, das kriegt nicht das Kind zu sehen. Wofür geben die beiden, das kann sich nicht wehren, nee. Wollen die Mama von Marlene... Das spielt auch gar keine Rolle. Sie kümmert sich um ihr Kind am allerwenigsten. Mhm. Ja, das Geld, was sie für ihr Kind kriegt, das kriegt nicht das Kind zu sehen. Das ist uns jetzt aufgefallen. Zweimal das gleiche untereinander geschrieben. Zweimal das gleiche hintereinander geschnitten. Sowas kann bei uns natürlich nicht passieren. Sowas kann bei uns natürlich nicht passieren. Sowas kann bei uns natürlich nicht passieren. Kann ich die Frau übrigens noch mal sehen? Ja, da im Hintergrund sehen Sie die. Ja? Kannst du es noch mal laufen lassen? Bitte achten Sie bitte noch mal auf diese Dame hier. Ja? Achten Sie noch mal sie auf diese Dame. Sie kümmert sich um ihr Kind am allerwenigsten. Mhm. Ja? Das Geld, was sie da. Für ihr Kind kriegt, das kriegt nicht. Wissen Sie, an wen die mich erinnert? Wie der Sänger an den Sänger von Aerosmith, ja? Schaut mal, Steven Tyler. Walk this way, ja?